Bereits im letzten Jahr sind die Tarifrunden gestartet und wir haben uns auf den Weg gemacht. Aber was passiert aktuell in den Betrieben und bei der IG Metall vor Ort? Wir zeigen es dir. Besondere Zeiten erfordern besondere Aktionen und in dieser Corona-Zeit müssen wir alle sehen, wie wir aus der Isolation rauskommen, wie wir unsere Forderungen publik machen. Und da alle Züge dieses Jahr ausfallen, sowohl der Schützenfestzug wie auch der Karnevalszug, haben wir uns überlegt, einen Zug durch die Gemeinde zu machen, von einem Arbeitgeber zum nächsten großen Arbeitgeber. Wir werden von unserem Startpunkt losziehen und werden an 4 Stationen anhalten, in dem jede einzelne Forderung plakativ dargestellt wird. Wir werden den Kontakt mit der Öffentlichkeit suchen, mit dem Publikum, was vielleicht zu dieser Zeit in der Gemeinde unterwegs ist, um einfach unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Ein sehr zentraler Punkt eigentlich für all diese Maßnahmen, die jetzt in den nächsten Wochen erstmal laufen, also noch während der Friedenspflicht, sage ich mal, in dem Rahmen, ist die Zielrichtung, ein Zusammenhalt und eine Beteiligung unter den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und auch zwischen den Betrieben herzustellen, trotz der Schwierigkeiten bei Corona, sodass wir dann, wenn es dann ernst wird, tatsächlich eine solidarische Mannschaft haben, die zusammensteht und den Tarifvertrag auch durchsetzen kann. Zunehmend in den letzten Wochen und Monaten auch die Frage, warum ist die IG Metall nicht mit Podcasts unterwegs? Die Frage Podcast spielt überall eine große Rolle oder zunehmend eine große Rolle, was die sozialen Medien betrifft. Und auch da haben wir jetzt entschieden, da tatsächlich einzusteigen und in den Podcast dann auch nochmal die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, deren Probleme, deren Fragen in einem Podcast zu beantworten und zu bearbeiten. Und sie auch zu Wort kommen zu lassen natürlich. Wir haben uns im Vertrauensleuteausschuss überlegt, was können wir gerade tun, um die Beschäftigten und Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Das ist mit Corona gerade ein bisschen schwierig und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Video. Und wir wollten jetzt auch kein langes Statement-Video, sondern eins, was irgendwie berührend ist, was die Leute freut. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir drehen einen kleinen Videoclip und stellen die Vertrauensleute vor und das, wofür Metallerinnen und Metaller stehen. Und am Ende ist es eigentlich so gewesen, man braucht gar nicht viel, ne, um was Schönes zu produzieren. Man braucht nicht ein super High-End-Equipment, sondern ein Smartphone, was ja jeder von uns in der Tasche hat, reicht. Und man braucht ein paar Ehrenamtliche, die da Bock drauf haben und eine Idee haben. Und am Ende kommt was Schönes bei raus. Naja, Corona hat uns alle irgendwie ins Homeoffice verbannt. Große Aktionen waren nicht möglich und irgendwas Tolles wollten wir halt machen. Und ja, das Video war unsere Idee und das haben wir heute umgesetzt. Die Rote mag ich am liebsten. Ja, was findest du denn so gut an denen? Die schmecken nach Mut. Ja, und die kämpfen immer. Ja, immer zusammen. Ja, die kann man gar nicht richtig trennen. Und lustig sind die auch. Metallerinnen und Metaller sind wie die Roten. Sie sind nie alleine. Sie stehen zusammen, setzen sich ein. In den Betrieben, in der Region, in der Gesellschaft. Was ist mit den Dunkelroten? Das sind die Vertrauensleute. Das sind die Besten überhaupt. Ich glaube, es ist insgesamt wichtig, aktuell mehr denn je, dass wir zusammenhalten, auch wenn es schwierige Rahmenbedingungen sind mit Corona. Aber wir haben Herausforderungen in den Betrieben, in der Tarifrunde. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die gut gewuppt kriegen, wenn wir gemeinsam zueinander stehen. Dass Corona zwar im Moment alles überlagert, aber dass wir deshalb nicht die tagtäglichen Probleme, die wir im Arbeitsalltag haben, vergessen dürfen und dass wir uns nicht von den Arbeitgebern unter dem Deckmäntelchen Corona deren Bedingungen aufzwingen lassen. Hast du auch Bock, eine Aktion zu starten? Dann wende dich an deine IG Metall-Geschäftsstelle. Gemeinsam können wir mehr erreichen.